Übersetzerkabine live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Wir haben Hebokon und wie bei allen Übersetzungen lehnen wir jegliche Haftung und Gewähr ab, diesmal aber besonders. Und damit willkommen zur Hebokon. Hebokon kommt aus dem japanischen Hiboi. Schlecht in Qualität, schlecht in Fähigkeiten, scheiße und peinlich. Es geht um Dinge aus Abfall zu machen. Es geht um einfache Elektronik und mit Kindern und Freunden Spaß zu haben. Und es geht um Roboter! Jetzt das Erste. Wir müssen natürlich über die Regeln reden. Schnell und einfach. Es wird eine Platte geben, die ist etwa 50 mal 100 Zentimeter. Das ist nicht wirklich. Es sind ungefähr zwei Roboter auf dieser Platte und es ist nur dann ein Kampf, wenn sie sich berühren. Wenn einige der Roboter von der Platte fallen, ist es aus. Wenn sie umfallen und sich nicht mehr bewegen können, ist es aus. Es ist okay, wenn sie ein bisschen aus dem Areal fahren. Es ist okay, wenn sie den Kopf verlieren. Aber wir werden sehen. Es ist nur ein Kampf, wenn sie sich berühren. Und wenn sie sich nicht berühren, dann gibt es ein Rematch. Ich werde da jetzt zufällig zuweisen, wie oft wir es wiederholen. Im Zweifel wird das Publikum entscheiden. Ihr seid das Publikum, ihr entscheidet. Und um die Dinge sicher zu machen, wir haben ein paar Zusatzregeln. 500 Gramm, kein Hightech, keine Person beschädigen und keine epischen Laserschwerter. Letztes Jahr hatten wir ein episches Gefecht zwischen Balzi und Schrubi. Aber dieses Jahr mussten wir neue Roboter bauen, damit wir wertige Gegner haben. Wir haben 36. neue, gesunde Kontrahenten gebaut, die sich bekämpfen werden. Weil 36 Roboter, die sich bekämpfen, ein bisschen Hardware, hatten wir ein Vorfinale. Es sind noch 16, aber die werden wir alle sehen. Seid ihr bereit für einen Kampf? Nummern 1 und 2, auf die Bühne! Hi. Moin. Was ist der Name deines Roboters? Der Roboter heißt... Coffee Dust. Kaffee-Dunst. Nummer 1. Kaffeestaub. Zweiter Kontrahent. Nummer 2. Nennt sich... Stolzer Hahn. Stolzer Hahn. Okay, don't waste time. Also, okay. Keine Zeit. 2, 1, los. Der große Schwanz hat gewonnen. Hahn, der große Hahn. Manchmal geht es schnell. Nummer 3 und 4 auf die Bühne. Hallo, welche Zahl? Das ist Killerbiene. Killerbiene, welche Zahl? Nummer 3. Nummer 3 ist Killerbiene. Und sein Gegner ist? Schwammer. Schwammer. Was ist Schwammer daraus gemacht? Nummer 4 gegen Nummer 3. Und der Größenunterschied ist beachtlich.
Ein Saftkarton. 3, 2, 1, los! Und das ist etwas antiklimaktisch. Okay. Oh, nein, 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 das zählt nicht. Da, keine Berührung, kein Kampf, das zählt so nicht. Das geht so nicht. Bitte, Neustart, sofort Neustart. Okay. Jetzt erinnert euch dran, ihr müsst euch berühren. 3, 2, 1, los! Und das geht knapp daneben. Auch hier wieder keine Berührung, ihr kennt die Regeln. Keine Berührung, kein Kampf. Leute, kommt noch einmal. Vielleicht wiederholen wir das nur dreimal. 3, 2, 1, los! Immer eine Berührung, eine Berührung! Wir haben eine Berührung. Und jetzt, wer fällt zuerst? Und raus! Nummer 4 ist raus, Nummer 3 hat gewonnen in einem epischen Kampf. Vielen Dank für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. 5 und 6 bitte, auf die Bühne. Fünf und sechs bitte zur Bühne. Nehmt bitte die größten Roboter. Welche Zahl? 5. Wie heißt der Roboter? Floppy. Floppy, den kennen wir doch. Das Speichersymbol. Und dein Roboter, wie heißt er? Zerstört. Zerstört. Zerstört gegen Floppy. Free Hugs. Ladestation, das ist so toll. Und los geht's in 3, 2, 1, los! Ah, Berührung! Wir haben Berührung. Und weiter? Oh. Das klingt verzweifelt. Es blinkt. Was tust du, Floppy, was tust du? Da war Berührung, das ist Bewegung. Okay. Es ist vorbei in 5, 3, 4, 3, 2, 1. Und auch wieder ein antiklimaktischer Fight. Das gefällt mir aber irgendwie. Oh nein. Was tut es? Ich meine, das könnten wir wiederholen, aber das so viel und Distanz zu nehmen. Nein! Oh nein! Oh! Los, weiter, weiter! Ja! Es dauert so lang! Oh nein! Wessen Batterien landen zuerst? Entladen sie zuerst? Ich meine, der hat eine Ladestation. Oh, Kontakt! Sollen wir das jetzt irgendwie beenden? Nein? Ja? Vielleicht! Let them fight! Lass sie kämpfen! Lass sie kämpfen! Das Volk hat entschieden! Und es ist aus! Ich hab's genau gesehen! Floppy war raus! Er war raus! Tut mir leid, Floppy! Es ist Hightech! Raus hier damit! Vielen Dank, Zerstörer! Du hast diese Runde eindeutig gewonnen! Super! Danke für die Teilnahme! Es war ein toller Kampf! Es sind jetzt 7 und 8. 7 und 8 auf die Bühne, bitte. Oh, es sind Veteranen. Ich erinnere mich an sie. Was ist der Name dieses kleinen Roboters? Hartkäse. Hartkäse, ich erinnere mich. Und ich glaube, das... Wie heißt der? Der Tape, also das Tape. The Tape, gut. Seid ihr bereit? Okay. 3, 2, 1, los!
Der Hartkäse bewegt sich. Sie haben sich bewegt und der Hartkäse ist gestrandet. Oh. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Was sagt das Publikum? Sollten wir es nochmal versuchen? Wir müssen es nochmal versuchen. Okay. Jetzt erinnert euch, letzte Chance in 3, 2, 1. Los! Oh, oh. Jetzt der Hartkäse dominiert. Nein, das Tape. Tape, was machst du? Nein! Nein! Ich glaube, wir können das Publikum fragen, aber das geht. Oh, das geht zu lange. Sollen wir es nochmal versuchen oder das Publikum fragen? Nochmal? Nein, es geht zu lange. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Wenn es nicht klappt, dann das Publikum. Oh. Zeig uns nochmal Hartkäse. Wie überraschend. Es geht zu lange. Es geht so lange. Ich glaube, wie viel Zeit haben wir? Okay, I think we need to all ask the audience. I'm so sorry. Take out the Angels. Die Enttäuschung. Wer ist für Hartkäse? Lautes Klatschen aus dem Saal. Who is for? Wer ist für Tape? Lauteres Klatschen aus dem Saal. Das Publikum ist richtig, es tut mir so leid. Tape hat gewonnen. Nummer 7. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank allen Teilnehmern, besonders den kleinen Menschen, die noch so spät wach sind. Nummer 9 und Nummer 10, bitte zur Bühne. Was ist der Name des Roboters? Klaus. Ein Name, an den ich mich erinnern kann. Oh, was ist das? Oh, du verlierst schon Teile, aber ist okay. Alles gut. Nein. Okay. Wir haben Klaus gegen? T-Punkt Typhoon. Klaus. Los. Also, vielleicht kann Typhoon mir die Zahl sagen. 10. Typhoon. 3, 2, 1, los. Oh nein! Noch keine Berührung. Und Berührung! Wir haben Berührung, aber es dauert wieder ewig. Wir wollen bitte schnellere Roboter. Jetzt geht's um Distanz, richtig? Schneckendistanz. Oh! Jetzt haben sie aufgehört, sich zu bewegen. Wie interessant! Nein, es ist nicht. Okay. Wir machen es nochmal. Los, nochmal. Let them kiss. Lass sie küssen. Auch Roboter brauchen Liebe. 3, 2, 1, los! Okay, noch keine Berührung. Faster Robot. Schnellere Roboter brauchen wir. Oh nein. Ich meine, das ist... Der ist hauptsächlich aus Tape und der schafft es nicht. Das letzte Mal, dritte Mal und dann entscheidet das Publikum. Sorry. 3, 2, 1, los! Es vibriert immerhin noch. Und Berührung. Ja, Berührung. Wenn das alles ist, was wir suchen. Nein, tut mir leid. Sie bewegen sich, aber das zählt doch nicht. Da kommt das Tape. Oh. Oh nein! Langsam, aber sicher! Der Typhoon kommt durch! Oder auch nicht. Oh, so lang!
Es bewegt sich um Millimeter und es ist aus. Klaus ist raus. Lang lebe Typhoon. Nummer 10. Nummer 10 hat gewonnen. Danke, vielen Dank für die Teilnahme. Vielen Dank, dass ihr die Roboter gebaut habt. Es ist super. Seh dich, Typhoon. Oh, er hat Zeug verloren. Okay, Nummer 11 und 12, bitte. 11 und 12 auf die Bühne. Oh, kleine Menschen. Kurze Menschen. Kurze Menschen. Hobbits? 11 gegen 12. Nummer 11. Ah, beide von ihnen. Schön. Wie heißt dein Roboter? It's called Blitz! Blitz! Er heißt Blitz! Oh, der andere heißt Thunder! Nein, er hat gerade Blitz mit Blitz und Blitz übersetzt und dann halt noch den Donner reingebracht. I mean, it's roll and it ends with S, right? Okay. 3, 2, 1, los! Oh! Oh! Ist er draußen? Welcher ist das, der gewonnen hat? Nice! Nummer 11 hat gewonnen! Vielen Dank, vielen Dank! Also jetzt 13 gegen 14, bitte. 13 gegen 14. Take your time. Ja, lasst euch Zeit. Ah, schön. Okay, so, it's about Sid, right? Something? How is it called? It's Samtpfote the Destroyer. Er heißt Samtpfote der Destroyer, der Zerstörer. Wir übersetzen auf Deutsch, wir haben kein Problem mit deutschen Namen. Wie heißt dein Roboter? Michael McMyerface, der Zweite. Very nice. Lord Michael, der Meyerface, der Zweite, sehr schön. Da fehlt eine Gabel. Naja, egal. Drei, zwei, eins, los! Oh, nice. Das ist doch schön. Hört ihr das? Oh! Das Publikum geht ab. Michael mit Meyerface, es sieht nicht gut aus. Und aus! Er ist raus! Michael mit Meyerface ist raus! Vielen Dank, Nummer 13, für den schnellen Sieg. Ich sehe euch. Danke, dass ihr es möglich gemacht habt. Vielen Dank. Und jetzt habe ich nur noch Nummer 16 hier. Ist die letzte Person angekommen, die einen Roboter gemacht hat? Ich habe nur 15, aber nicht 16. Wer ist hier? 16 ist auch hier! Großartig! Du bist hier, du bist hier. Komm auf die Bühne. Da ist er. Okay. Nummer 15 gegen 16. Sie sind beide hier, super. Was ist der Name deines Roboters? Harry Flo. Und er ist süß, aber er wird seinen Gegner massakrieren. Okay, Harry Flo. Flo. Harry Flo. Okay, how is your robot called? Was ist der Name deines Roboters? Penta Junior. Penta Junior. Okay, 3, 2, 1, los! Oh wow. Penta Junior. Langsamer Roboter, oh, wie immer. Aber sie haben sich berührt. Sie berühren sich. Oh, oh, oh. Jetzt geht es lange. Okay. Harry? 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 Okay, ich glaube, das müssen wir nochmal versuchen. Noch einmal. Okay, alles okay. 2, 1, los! Give it a spin. Nice. Dres, los! It's okay. Das ist okay. Sie haben sich berührt.
Aber sonst nichts. Okay, sie sind so langsam. Wieso sind sie so langsam? Okay, ich glaube, wir versuchen es nochmal. Ich denke nicht, dass sich etwas ändert, aber ja, es ist nur fair, dass wir es versuchen. Und sonst fragen wir das Publikum. 3, 2, 1, los! Oh. Sie haben sich berührt. Okay, come on, guys. Okay. Ja, wir fragen das Publikum. Na. What about Harry Flow? Was denkt ihr zu Harry Flo? Okay. What about Penta und Junior? Penta Junior. I'm so sorry. Es tut mir so leid. Penta Junior hat gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du teilgenommen hast. Das waren die 16 Kontrahenten. Können wir den... Wie sagt man dem Ding? Können wir den Baum der Kontrahenten noch einmal sehen? Nur, dass wir sehen, wer jetzt als nächstes gegeneinander antritt. Also hier haben wir es. Wir haben Kaffeestaub, Stolzer Hahn. Und Stolzer Hahn kommt jetzt bitte auf die Bühne. Und Nummer 3 bitte auf die Bühne. Nummer 2 und Nummer 3 bitte auf die Bühne. Also die alten Nummer 2 und 4. Nummer 2 und 3, los! Die Roboter sind langsam, nicht die Leute, die das machen. So, Stolzer Hahn against something that's looking milky, but it's not called that way. Where is the milky one? Where's the milky one? Does it live? Ah, that is, oh, it's a bee, it's not the milk. Ah, das ist gar keine Milch, das ist eine Biene. Das ist so seltsam. Ja, die Darstellung hat uns auch verwirrt. Und los geht's. Oh, da ist so eine Größendifferenz. Los geht's. 3, 2, 1 und... Und die Biene ist immer drin. Es tut mir so leid. Aber die Biene hat gewonnen. Die Biene hat gewonnen. Tut mir leid. Aber die Biene hat gewonnen. Ah, wir werden die Biene weitersehen. Das tut mir so leid wegen der Verwirrung. Aber jetzt kommt Nummer 6 gegen Nummer 7. Zerstörer gegen den Hartkäse. Eine Meldung aus der Übersetzerkabine. Auch wenn es so klingt, wir haben keinen Schunkslasch hier. Falls ihr Schunkslasch habt, wir würden uns freuen. Weiter geht es mit Tape gegen Hartkäse. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Chunk. Tape gegen Hartkäse. Danke, dass ihr teilnehmt. Okay. Seid ihr bereit oder braucht ihr noch länger? 3, 2, 1, los! Okay. Okay, sie müssen sich berühren, ne? Nochmal? Tape? Versuchen wir es nochmal. Nochmal von Anfang an. 3, 2, 1, los! Ich sah eine Berührung. Guys, so langsamer Roboter. Die sind nicht langsam, aber sie bewegen sich nicht wirklich schnell. No touching! Nein, sie haben sich berührt. Zerstört ist draußen! Tape gewinnt! Danke. Okay. Ich habe sowas von keine Ahnung, wer als nächstes dran ist. Also Typhoon und gegen Blitz. Blitz? Kurze Menschen um diese Uhrzeit. Blitz ist ein erstaunlich guter Kämpfer. Okay, los geht's. In 3, 2, 1, los! Und wir haben kein Bild und los geht's. Keine Berührung. Los, nochmal. In.
Was immer euch lieber ist. 3, 2, 1, los! Ah. Ah. Und Berührung! Ah! Ah. Ah. Es bewegt sich noch, langsam aber sicher. Es bewegt sich noch. Dieses Jahr sind sehr langsame Roboter. Ein überraschend guter Kämpfer, dieser kleine Blitz. Ja. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ah! Oh nein! Blitz hat verloren, Typhoon hat gewonnen bei einer Viertelsekunde. Blitz war leider ein bisschen später, also eher, tut mir leid. Also wir brauchen... Nein. Nein, es war komplett klar, ich habe es genau gesehen. Slow Motion, also eine langsame Aufnahme, eine Zeitlupenaufnahme, vielleicht nächstes Jahr. Wer sind die Nächsten? Samtpfötchen gegen Penta Junior. Penta Junior und Samtpfötchen, auf die Bühne bitte. A lot of painting material here. Viel Malzubehör dieses Jahr. Okay. So viele Haare. 3, 2, 1, los! Bewegung, sie haben sich berührt. Alles, was ein Roboterkampf braucht. Aber immer noch, die Roboter sind so langsam. Langsam, aber es geht vorwärts. Beständig geht es vorwärts. Beständig! Ich weiß nicht, ob das beste Antriebssystem ist, aber es funktioniert. Irgendwie funktioniert es. Fehlt da nicht eine zweite Gabel? Penta Junior bewegt sich gegen außen. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein, Penta Junior! Wir haben kein Bild mehr, das Bild ist weg! Das Bild ist wieder hier. Wir wissen nicht, wie es fällt. Das wird schwer. Es bewegt sich immer noch, immer noch, immer noch, immer noch! Das Publikum tost! Oh nein, es sind noch Millimeter. Es sieht so komisch aus. Keine Berührung, ne? Nicht. Penta Junior! Thank you very much. Thank you very much. Guter Kampf, vielen Dank. Wir sehen euch. Nicht zu weit von der Bühne gehen jetzt. Okay, der nächste Kampf. Die Killerbiene gegen... Oh nein, 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 nein. Jetzt ist das Halbfinale. Also, sag's nochmal. Was heißt... Was? Sag's nochmal. Killerbiene gegen das Tape. Bitte auf die Bühne. Das wird ein lustiger Kampf, weil keiner der beiden Roboter bewegt sich. Deswegen bin ich froh, einen Assistenten zu haben, weil ich keine Ahnung habe. Ich bin so aufgeregt, das zu sehen. Es gibt zu viele von ihnen. Warum gibt es jetzt 3? Okay. Killerbiene gegen das Tape. Ja, Typhoon, du bist noch nicht dran. Nein, es ist okay. Schalt ihn einfach aus. Einfach ausschalten. Ist okay, okay, okay. Sorry. Nächste Runde, denke ich. Sorry wegen der Verwirrung. Tape gegen die Killerbiene. In 3, 2, 1, los! Es summt. Können wir das Brummen übersetzen? Keine Berührung, keine Berührung, kein Kampf. Ihr müsst euch berühren. Okay, nochmal. Näher zusammen. In 3, 2, 1, los! Keine Berührung. Hör auf! Nein, nein, keine Berührung, kein Kampf. Nochmal. Nochmal. Ich meine, wir haben Zeit, aber nicht so viel. In 3, 2, 1, los! Berührung!
Jetzt geht es um die Entscheidung. Oder das Publikum entscheidet. Oh, oh, noch eine Berührung. Das Klang ist gut. Nein, nein, das dauert wieder ewig. Gelabi, Gelabi, Gelabi. Wir brauchen noch eine Wiederholung. Wir müssen abstimmen, nur um sicher zu sein. Und Gelabi kriegt einen massiven Applaus. Wer ist für den anderen? Erstaunlicherweise auch viele. Also Gelabi hat gewonnen. Danke vielmals. Es ist Halbfinale. Vielen Dank. Vielleicht ist Typhoon jetzt da, um mitzumachen. Typhoon against Typhoon gegen Lord M. Michael McMire Face der Zweite. Ich kann mich an den Namen erinnern. Ja, Samtpfötchen. 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 Nicht Michael McMire Face. Samtpfötchen. 2, 1, los! Oh, sie haben sich berührt. Das mag ich wirklich. Es bewegt sich. Ah, langsam, aber beständig. Finde ich gut. So langsame Roboter. Wieso sind sie so langsam? Immer noch. Ich weiß nicht. Vielleicht. Also Typhoon hat sich über das Klebeband bewegt. Also, wir warten noch kurz. Mal schauen. Die Bewegung hat aufgehört. Der Rotor hat aufgehört. Ich glaube, wir müssen das noch einmal probieren. Versucht es. Dann fragen wir das Publikum. No. Nochmal. Wir machen nochmal. Sie haben recht, aber sie müssen doch gefragt werden. Wir fragen sie nicht. 3, 2, 1 und los! Es bewegt sich nicht! Nein, es bewegt sich nicht. Typhoon hat gewonnen! Sieg für Typhoon. Bewegung ist der Schlüssel. Sorry, tut mir leid, aber vielen Dank für die Teilnahme. Es ist tot, Jim. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Mitmachen. Okay, wir haben ein Finale. Gegen 3 und Nummer 10, nehme ich an. Nummer 10 ist Typhoon. Against Killer Bee. Gegen Killerbiene. Langsame Roboter gegen langsame Roboter. Okay, gegen kleine Roboter. Da gibt's noch keinen Stachel, sagt er. It needs to be attached. Es muss fest dran sein. Aber da ist nicht viel Platz. 3, 2, 1, los! Keine Berührung, kein Kampf! Berührung, Berührung! Wir haben Berührung! Nicht am Kabel! Ich meine, es ist wirklich offensichtlich. Nein, 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 nein. Ich denke, er wird sich nicht von der Bühne bewegen. Aber da können wir vielleicht das Publikum fragen. Sollen wir es nochmal machen? Oder, ja, fragen wir das Publikum nochmal. Was? Schalt's aus, schalt's aus. Ich bin nicht ganz sicher, was besser ist als das. Es war perfekt, kommt das Publikum. Komm, probieren wir es noch einmal. Nur einmal. Und danach fragen wir das Publikum. 3, 2, 1, los! Leute. Und das Publikum. Und Berührung!
und Berührung. Das Publikum favorisiert eindeutig die Killerbiene. Also, hier, es war eindeutig eine Berührung, wir haben einen Kampf. Nein, wir werden das nicht schieben. Nein. Es ist das gleiche Bein wie das letzte Mal. Nein. Es ist ein halbstündiger Kampf. Ich meine, wir fragen das Publikum richtig. Let them fight, lass es sie kämpfen. Was? Ja. Let them fight. Lass uns den Klang genießen. Einer Biene, die einen Taifun vergewaltigt, oder was? So klingt es. Nein, Leute, schaltet's aus. Wir fragen das Publikum. Nein? Nochmal? Let them fight. Jetzt ist genug Zeit, dann machen wir es nochmal. Nochmal. Und Leute, was würdet ihr gerne verbessern? Na, weiter. Nein, das Tape bleibt. 3, 2, hört auf! Geh los! Oh, Batterien. Ah, Berührung! Oh nein. Es hat Wackelaugen. Wie süß! Oh. Soundcheck bitte. Was sagst du? Sonst was? Ah, interessant. Oh nein! Es ist so lustig. Es schnappt sich das andere Bein und bewegt den Taifun langsam aber sicher auf den Abgrund zu. Die Killerbiene schiebt den Taifun, der Taifun wird geschoben. Nur noch 4 Zentimeter muss die Killerbiene den Taifun schieben. Er drückt ihn bis an den Rand und bleibt am Tape hängen. Er kommt nicht über die Grenze. Das Robotrige muss vom Brett fallen. Die Killerbiene drückt und drückt, aber der Taifun bewegt sich nicht über das Cybertrain. Die Batterien werden langsam leer. Was sagst du, Killerbiene? Ja, nichts anderes? Und das Publikum besteht darauf, sie kämpfen zu lassen. Und das Tape zu entfernen. Das Publikum möchte das Tape entfernen. Und jetzt wird das Tape entfernt. Und erst werden die Roboter ausgeschalten, natürlich. Sicherheit geht vor. Und jetzt machen wir das möglichst schnell. Und das Tape geht runter. Die Bandagen sind weg. Ein Kampf auf dem Brett ohne Tape. Killerbiene gegen Taifun. Ein noch nie gesehener Kampf. Jetzt kann es richtig losgehen. Ich meine, braucht jemand neue Batterien? 3, 2, 1, los! Die Killerbiene schnappt sich das Bein des Taifuns. Es dauert Stunden. Oh, es bewegt sich. Taifun bewegt sich. Die Killerbiene schiebt den Taifun. Das Publikum tobt. Die Killerbiene schiebt den Taifun noch 3 Zentimeter. 3 Zentimeter zum Brettrand. 2 Zentimeter. Sie schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Ich muss es sehen, das ist urkomisch. Und Taifun ist runter, Taifun ist raus. Die Killerbiene hat gewonnen! Lang lebe die Killerbiene. Wer hat denn das erwartet? Ein Triumph der Technologie. Roboterkämpfe. Schaltet's aus. Killerbiene, bitte bleibt auf der Bühne. Bitte bleibt auf der Bühne. Können wir die Wiederholung sehen? Oh nein, die Folien. Und Killerbiene hat gewonnen! Killerbiene hat gewonnen! Oh, schlechter Wortwitz. Vielleicht mit Biene. Da gibt es vielleicht noch eine Sache zu tun. Sind wir fertig? No.
Nein, ein Roboter ist immer noch ungeschlagen. Schrubbi! I'm so sorry, es tut mir so leid, aber... A new challenger appears. Ein wildes Pokémon hat dich herausgefordert. Aber es ist nicht fair. Und das Publikum erscheint geteilt. Es tut mir so leid. Ein wilder Schrubbi gegen die Killerbiene. Oh nein, die Roboter sind zurück auf der Bühne. Kämpft, kämpft, kämpft. Okay, hier ist das Mikrofon. Sagt ins Mikrofon. Who's in charge? Who's in charge? Also, wer hat hier das Sagen? Roboter, Liberation. They're free. Roboterbefreiung. Aber sie sind schon frei. Sie sind nach nur einem Kampf schon frei. Die Roboter verlangen, dass die Kampfroboter freigelassen werden nach einem Kampf. Und das Publikum verlangt nach einem Kampf. Also runter von der Bühne. Security. Sicherheitsdienst. Noch ein Kampf, dann sind wir eh fertig. Lass sie frei. Was soll ich jetzt tun? Lass sie frei. Schrubbi. Das Publikum verlangt nach einem Kampf. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Okay, wir fragen das Publikum. Wer möchte, dass die Roboter frei sind und aufhören zu kämpfen? Wer möchte sehen, wie die Killerbiene gegen Schrubbi antritt? Ja! Vielen Dank, aber ihr müsst jetzt gehen. Ihr hattet eure Chance. Aber das nächste Mal wird kein Roboterkampf zweimal wieder stattfinden. Und wir werden sehen, was das Publikum dazu sagt. Und die Bühne ist frei für Schrubbi gegen die Killerbiene. Jetzt hat er ein Messer. In 3, 2, 1, los! Schrubbi hat ein wenig gealtert, so wie es aussieht. Müssen wir das übersetzen? Ja. Okay. Schrubbi, du musst dich bewegen. Schrubbi. Killerbee is amazing. Die Killerbiene ist unglaublich. Gerade an. Die Killerbiene, sie bewegt sich mehr. Und Schrubbi lässt sie nicht los. Schrubbi schreit! Es sind Schmerzen. Oh, das war knapp. Ich meine, wir müssen das jetzt abbrechen, oder? Ich meine, Schrubbi bewegt sich rein technisch gesehen nicht, oder? Nein. Das machen wir nochmal, oder? Nein. Rematch? Okay, one more rematch. Okay, noch eine Wiederholung. Braucht ihr ihn einfach drin? Hat er die Umwuchtung? Wenn ihr da hier noch die Umwuchtung ändert. Okay. Schiebung! Nein, es heißt Schrubbi. Nicht Schiebung. 3, 2, 1.
Oh! Ein rauer Schachzug. Ja, aber Killerbiene ist langsam, aber sich stetig. Stetig. Er läuft immer noch, wie am ersten Tag. So arbeitet man mit Batterien. Dieser Schrubbi ist sicher. So, also es tut mir leid, Leute, aber Schrubbi bewegt sich nicht. Na, dann fragen wir das Publikum. Ich sag, wir fragen das Publikum. Wer ist für Schrubbi? Leiser Applaus. Und wer ist? Kämpfen? Das Kämpfen! Leute! Das Publikum verlangt nach Kämpfen. Soundcheck? Ah, sonst nichts? Nichts anderes? Okay, letzte Runde. Dann ist die dritte, die letzte Runde. Noch einmal. Sorry, aber es gibt nur noch langsame Roboter. Batterien? Nein, es sind, glaube ich, nicht die Batterien. Ich glaube nicht, dass sie Batterien sind. Wow. Schrubbi wird entmessert. Es tut mir so leid. In. Befreit die Biene. Rette die Biene. In 3, 2, 1. Los. Oh. Ah. Zurück zum Leben. Oh, Schrubbi. Du hast es immobilisiert. Es bewegt sich nicht, also es bewegt sich, aber es dreht sich nur, aber er taugt. Aber jetzt bewegt er sich. Schrubbi attackiert. Wer hätte das gedacht? Rematch. Wiederholung, wirklich? Last Wiederholung, letztes Rematch jetzt, wirklich. Nein. Das Publikum hat es verlangt. Letzte Chance. Allerletzte Chance. In 3, 2, 1, los! Oh nein, es tut mir so leid, es ist wieder gleich. Es tut mir so leid. Ich meine, kämpft, Leute? Das ist nicht kämpfen, das ist embarrassing, das ist erniedrigend. Das Publikum verlangt, als sie kämpfen zu lassen. Sie stirbt. Das ist so. Ah, immer noch gleich. Leute, ihr müsst irgendwas senken. Wahrscheinlich die Erwartungen. Langsame Roboter. Wie erniedrigend. Also Schrubbi bewegt sich langsam nach außen jetzt. Es bewegt sich. Die Killerbiene ist, bewegt sich auch immer noch, also vibriert noch. Wir fragen das Publikum, das war jetzt das letzte Mal. Nein. Okay. Nein. Wir fragen das Publikum. Oder wir warten, bis Schrubbi vom Fred läuft. Killerbee ist tot? Killerbee ist tot! Killerbee ist gestorben! Soundcheck! Es ist tot! Sie ist tot! Es tut mir so leid, Leute! Bitte hasst mich nicht, aber der Gewinner ist Schrubbi! Schrubbi! Es tut mir so leid! Bitte, das nächste Mal baut bessere Roboter! Die Killerbiene, zweiter Platz, vielen Dank! Bleibt auf der Bühne! Verlass nicht die Bühne! Last time I forgot, but this year I will not. So for the second place. Also für den zweiten Platz gibt es eine gloriose Schachtel.
Für die Killerbiene ein Schlafplatz. Und für den ersten Platz. Nicht wohl verdient, aber... Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wir bedanken uns natürlich auch vom Übersetzungsteam. Thank you.